Willkommen zurück bei Let's Play Schwarz, bla bla bla. Und was steht vor uns? Die Brücke. Sie erinnert irgendwie an die Golden Gate Bridge, die in Los Angeles steht. Oder nee, in San Francisco steht die. Und die werden wir jetzt durchqueren. Ach, genießen wir zuerst mal die Aussicht. Ist doch sehr schön gemacht von den Machern, oder? Ach, sehr schön. Himmlische Aussicht. Schade, dass hier keine Bank wäre. Das ist so eine geile Aussicht. Naja, okay. Gehen wir mal durchs Tor. Heute ist der 5. Februar. Ich habe 2 Tage lang Pause gemacht, weil ich so beschäftigt war. Wer in einem Kampf als Erster angreift, hat damit oft schon den entscheidenden Vorteil auf seiner Seite. Hier, das dürfte in dieser Hinsicht von Nutzen sein. Flinkklaue. Erhöht die Chance, dass unser Pokémon zuerst angreift. Stattest du ein Pokémon mit diesem Item aus, bist du womöglich früher als dein Gegner an der Reihe, eine Attacke auszuführen. Nicht zu verachten, so eine Fliegenklaue, was? Jo. Okay, schauen wir mal, welches Pokémon können wir denn die Fliegenklaue geben? Welches Pokémon ist denn sehr langsam? Schauen wir uns mal die Initiative an. Aber ist ja. Okay, das ist jetzt Cardonis, aka Son Goku. Initiative 48, naja. Evo Serp hat eine hohe Initiative. Velillo, naja, ist dann in unserem Team. Unser Affe. Den können wir eigentlich trainieren, ne? Ich glaube, die geben wir Son Goku mal, obwohl uns das Son Goku eh schon schnell ist. So, geben. Ah, Flinkklaue, hier ist sie. Zack. Und wir setzen jetzt den Affen an vorderster Front. Vorderster Front. So. Es gibt Sammler, die selbst ganz normale Items zu exorbitanten Preisen lang kaufen. Wer weiß, vielleicht kannst du ja gewisse Items, die für dich keinen Nutzen haben, teuer an diese Sammler verkaufen. Naja, dafür, das werden wir nach der Liga sehen, da werden wir sehr viel Kohle scheffeln. Schönen guten Tag, überquert man von hier aus die Himmelspfeilbrücke, gelangt man nach Stratos City, die größte Stadt in der Aina-Region. So, okay, ich halte jetzt meine Klappe und wir überqueren jetzt gemeinsam die Himmelspfeilerbrücke. Viel Spaß beim Anschauen, es wird richtig episch. Ach, war das schön, oder? Echt geil gemacht von den Machern. Kompliment. So. Hallo, überquert man von hier aus die Himmelspfeilbrücke, gelangt man zum ewigen Wald und nach Septerna City. Das wissen wir schon. Puh, ich bin jetzt weit gelatscht. Meine Füße tun ja schon so weh. Hey, aber das ist doch lange kein Grund, auf meine Beine zu starren. Entschuldigung, ich bin halt ein Spanner.
Was gibt's Neues? Besucht das Hauptquartier des automatischen Passanten-Umfragen-Kon... Okay, dann betreten wir jetzt die größte Stadt. Hier wird auch wieder mit der Kamera gespielt. Finde ich sehr gut gelungen. Schauen wir uns die mal grob an. Hier ist ein Stadtplan. Ah, ne, Star City. Die Stadt, über der glückliche Wolken dahin ziehen. Diese Stadt soll New York darstellen. Ah, so viele Grafikfehler. Schade, naja. Naja, kann man nichts machen. Also erkunden wir erstmal die Stadt. Die ist zwar riesig, aber egal. Wir haben ja Zeit. So, was ist hier? Oh, oh, nicht das Größte oder Körperkraft. Nicht auf Größe oder Körperkraft kommt es an, sondern allein auf die Stärke des Herzens. Pokémon sind schon erstaunliche Wesen. Sie stellen sich mutig ihren Gegnern, auch wenn er doppelt so groß ist wie sie. Verglichen mit einem Kreuzfahrtschiff ist das hier sehr klein, aber für einen romantischen Ausflug aufs offene Meer spielt die Größe keine Rolle. Ja, das ist irgendwie in dem Style, was der alte Mann da gesagt hat. Können wir da noch weitergehen? Ich schau mal schnell. Vielleicht geht's ja noch weiter nach unten. Ne, das war schon. Hier ist ein Steg. Ach, wie schön, ne? Ein bisschen Meeresluft genießen. Ah. Gut, was bist du für eine? Mein Leben ist mit Freude erfüllt, wenn ich nach der Arbeit meinen Pokéball werfen kann und sehe, wie er dreimal hin und her wackelt, um das zu guter Letzt des Pokémon sicher einzufangen. Mein Deutsch ist echt geil. Ja, wenn wir hier hingehen, sind wir mehr, wenn hier nicht so viel. Echt cool. Hey Trainer, sind deine Pokémon fit? Das ist das Wichtigste. Geht es deinem Pokémon-Team gut, ist nichts unmöglich. Gut, wo jetzt hier lang? Oh, wieder ein Hafen oder ein Anlegesteg? Sehr schön. Jeder Mensch und jedes Pokémon treffen irgendwann den perfekten Lebenspartner. Das sagte mir meine Schwester auf ihrer Hochzeit. Das muss ich ihr einfach glauben. Oh mein Gott. Ich bin nach Stardust City gekommen, um Tanzstunden zu nehmen. Ah, okay. Die Kampf AG begrüßt alle Teilnehmer, die etwas auf sich halten. Kampf AG? Okay. Hartabende, arbeitende Frauen sind schön, kämpfende Pokémon sind cool. Sinnlose Sätze von sinnlosen Menschen. Hier ist Anlegesteg Nummer 3. Oh Mann, ich muss da schniefen. War gerade auf dem Eis draußen. Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht und ich einfach losheulen könnte vor Wut, dann wende ich mich zum Meer und schreie mir meinen ganzen Zorn aus dem Leib. Natürlich nur, wenn ich alleine bin. So auf dem Meer schreien, ich hasse dich. Sollte man lieber die Attacken ändern oder gleich das Pokémon eintauschen? In meiner Mittagspause schaue ich gerne nach Schiffen im Hafen nach. Ja. Hier ist das Pokémon Center, gehen wir später rein. Ich bin zwar ein kämpferischer Angestellter, aber mein Pokémon ist noch schwach. Dann trainier's. Was ist hier? Oh, hier ist aber ein großes Schiff. My ladies and gentlemen, ich begrüße euch die Titanic in Pokémon. Die MS Einar Royal wird gerade beladen und vorbereitet. Um die stärksten Trainergebühren zu empfangen, scheuen wir keine Mühen. Ja, da können wir nach der Liga rein. Aber wir werden schon sehen, was da heißt. So, was bist du für eine? Oder eine, ich sehe es gerade nicht. Ich habe ja so viel zu tun. Wenn ich mein Frühstück esse, muss ich mir schon Gedanken über das Mittagessen machen. Und beim Mittagessen quält mich bereits das Abendessen. Da will ich viel bedacht sein.
Und das wiederholt sich Tag für Tag. Ich bin wirklich unglaublich beschäftigt. In Stratos City gibt es echt unglaublich viele Menschen. Leider interessieren sich manche nur für sich selbst. Das habe ich schon gemerkt, ne? Und hier ist noch ein Hafen. What the fuck? So viele Hafenanliegestellen. Wege Makrill, Magonsola, Max sind drei Pokémon, die sich entwickeln, wenn du einen besonderen Stein benutzt. Welches Pokémon soll sich entwickeln? Wir haben einen Sodamak, deswegen soll geben. Wirklich Sodamak? Ja. Sodamak also. Dann benötigst du einen Wasserstein. Dankeschön. Jetzt können wir unseren Sodamak entwickeln. Will ich allerdings noch nicht, weil wir erst noch ein paar Attacken brauchen. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst, aber nicht. Was? Ich weiß nicht, ob du dich auskennst oder nicht. Da erkläre ich dir die Sache kurz. Wenn sich Pokémon entwickeln, werden sie zwar stärker, können sich aber nicht mehr so einfach, können aber nicht mehr einfach so neue Techniken erlernen. Da die Neigung besonders auffällig bei Pokémon ist, die sich dank eines Steines entwickelt haben, ist dies zu empfehlen, Steine erst zu gebrauchen, nachdem die Pokémon einige gute Techniken erlernt haben. Solltest du schon früh deine Pokémon mit Steinen entwickeln, ist es besser, ihnen Attacken mit TM beizubringen. Ja, das ist gerade das, was ich gesagt habe. Richte deinen Daumen auf und balle die anderen Finger zur Faust. Die Geste wird Daumen hoch genannt und bedeutet so viel wie okay, oder? Gut gemacht. Daumen hoch, scheiß YouTuber. Nicht Spaß. wer ist denn bitte schon auf YouTube und macht Videos auf YouTube? Nur Idioten machen Videos und laden sie hoch. Warte. Verdammt. Oh ja, yeah, so viele Menschen. Sollen wir die alle anquatschen? Hey du, ich will mit dir reden. Hey, lauf doch nicht vorbei. Hey du, hey du, ich will Interview. Schade. Du ein Interview, ich bin ein Reporter. Hallo. Auf mir sind alle vorbei, ich kann dich nicht mal ansprechen, seht ihr das? Ich drück A, hört ihr meinen Tassengetippel? Nix. Hey. Ärgern wir mal die ein bisschen. Hey. Hey du kommst ja nicht vorbei. Nein. Hey, komm her, ich mach dich fertig. Ich gehöre zu einer Gegend an. Ja, genau du. Meine Kollegas werden euch alle fertig machen. Hey du, hey, bleib da. Hey, muckst du dich? Okay, genug rumgealbert. Wo bin ich? Oh nein. Game Freak. Oh Mann, jetzt reicht's mir. Ja, besuchen wir mal Game Freak und loben sie für diese epische Himmelspfeilerbrücke. So. Er sah so einsam und verlassen aus, da habe ich mir gedacht, ich lese ihm ein wenig aus diesem Bilderbuch vor. Wenn du willst, kannst du auch gern zuhören. Dann will ich die Geschichte mal weitererzählen. Das Zorua war Mutterseelen allein und so trat es das Einzige, was es tun konnte. Es machte sich auf die Suche nach seiner Mutter. Hast du schon mal ein Zorua gesehen? Ich kann dir gerne zeigen, was für ein Pokémon das ist. Das ist also Zoroa. Kann man weder in der schwarzen noch in der weißen kriegen, da muss man einen Celebi mit rübertauschen und dann glaube ich kann man sie bekommen. Habe ich allerdings noch nie probiert, ich habe auch selber noch kein Zoroa gehabt. Ist ein recht lustiges Pokémon. Aber wir werden noch weiter über das Zoroa erfahren. Ein Zoroa hat die Fähigkeit, die Menschen zu verzaubern. Das mit dem Verzaubern hört sich zwar gefährlich an, aber ich mag erst Zoroa. Einfach, weil es eben so süß ist. Na nun, warum wirst du denn auf einmal so rot? Okay, er hat nichts zu sagen. So, ich will Game Freak loben für diese geile Himmelspfeilerbrücke. 21. Stock, oh mein Gott. Die scheinen vielleicht reich zu sein. Okay. Hallo, wo ist euer Chef? Ich möchte ihn loben für dieses Spiel. Puh, was tust du? Ich bin doch gerade dabei, das Ende des Spiels fertigzustellen. Verdirb dir doch nicht die Vorfreude. Schau ich dir lieber an, wenn du das Spiel selber abschließt. Ja, das machen wir gerade. Wir arbeiten gerade, das Spiel fertig zu machen. Tag, ich bin hier der Spieldirektor. Boah, geiles Spiel. Muss ich euch echt loben. Aha, du bist dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen. Sehr löblich. Wenn sich darin einiges gesammelt hat, musst du es mir unbedingt mal zeigen. Na, das machen wir irgendwann mal, aber wir werden hier nicht alle fangen. Ich bin hier für die Grafik zuständig und Pixelschubse aus Leidenschaft.
Schwupp, und wieder ist ein Pixel an ihrem vorbestimmten Platz. Juhu. Also diese Grafikbugs draußen. Naja, aber gut. Ich bin ein Relaxo. Quatsch. Scherz beiseite, ich bin der Grafikdesigner. Nun mal so nebenbei, das Item Überreste ist von allergrößter Wichtigkeit. Warum man nachstreben sollte, so viele Kämpfe, Pokémon-Kämpfe wie möglich auszutragen und dabei immer stärker und stärker zu werden, ist doch klar, damit man noch mehr Pokémon-Kämpfe austragen kann. Wenn du einmal stark genug bist, dann tritt ruhig mal gegen mich an. Das machen wir, nach der Liga. Ich bin hier der Sounddesigner. Ich habe mir die besondere Mühe gegeben, die Spielszenen immer mit passender Musik zu untermalen. Ist dir sicher schon aufgefallen, oder? Ja, die Musik ist auch nicht schlecht, Respekt. So, dann gehen wir mal raus. Ich weiß, der hat die Lavandia-Musik gemacht, wo sehr viele Menschen gestorben sind. Naja. So, dann gehen wir mal, ja, aus dem Gebäude raus. Haben Game Freak einen Besuch abgestattet. Finde ich sehr gut mit dem Bildschirm da an der Wand. Okay, hier ist ein Automaten. Können wir später ein paar Getränke kaufen. Hallöchen! Na, wie wäre es mit einer erholsamen Massage für eins deiner Pokémon? Ja, warum nicht? Welches Pokémon mag uns denn am wenigsten? Naja, das mit dem niedrigsten Level. Ich massiere mal den Affen. Na fein, dann will ich gleich mal loslegen. So, die Massage hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Dein Pokémon ist dir jetzt wohlgesinnt. Wenn es dem Pokémon gut geht, geht es mir auch gut. Und ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht. Dieses Lächeln überträgt sich wiederum auf die Pokémon und macht sie fröhlich. Ja, gut. Von hier aus sieht man den Fernseher wirklich ziemlich schlecht. Nicht, dass ich das großartig beschäftigen müsste. Ist klar. Ich will jetzt auch gerne von hier aus den Fernseher sehen. Ja, beim Arbeiten Fernseher schauen, das wäre doch was. So, dann gehen wir mal in den 10. Stock. Ganz schön große Gebäude hier. So. Und hier, ja, sind welche. Ich dachte erst, dass da niemand wäre. Untersuchobjekte, was? Untersuchobjekte, die dir interessant erscheinen. Wer weiß, vielleicht findest du hier ein verstecktes Item. Und wirf ruhig öfter mal einen Blick auf die Karte. Vielleicht entdeckst du so ja Orte, die du noch aufsuchen solltest. Vergiss das nicht mit den Menschen. Vergiss auch nicht mit den Menschen, um dich herum zu sprechen. Vielleicht entstehen auf diese Weise ein paar wunderbare Freundschaften. Oh ja. Wie sagt der Volksmund schon? Gut erholt ist halb gewonnen. Wie war mit der Attacke Erholung? Kann man Pokémon schlafen schicken und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren? Meine Pokémon haben sie bereits beigebracht. Also, du darfst jetzt auch gerne ran. Boah, geil, TM44 Erholung. Nice. Es gibt da eine Beere, die einen sofort selbst aus dem tiefsten Schlaf reißt. Stattest dein Pokémon damit aus, kann es durch die Erholung regenerieren und wacht dann auch Stand-off sofort auf. Na, wenn das nichts ist. Kann man kombinieren, ja. Erholung mit einer Moronenbeere. Der Abfalleimer ist leer. Oh mein Gott. Naja, ich kontrolliere es ein bisschen, weil ich gesagt habe, dass da was sein könnte in den... in den Dingern da, in den Mülleimern vielleicht. So, ist hier vielleicht was? So, hängen wir mal das PSN, aha. Benutzername, aha, okay. Ach, verdammt, Passwort geschützt, naja. Okay, versuchen wir es nochmal. Verdammt, ich kann mich nicht auf den Stuhl setzen, wie behindert bin ich, naja. So, gehen wir mal wieder ins Erdgeschoss. Ike. Okay, Pokémon-Statue. Geht allein zur Dekoration. Gut, diese Straße hätten wir. Das sieht aus wie dieses Logo bei der Platine, wenn man das auf dem DS öffnet. Da ist ja immer so ein Mini-Symbol. Dann so sieht es aus wie das von der Platin-Edition.
Eine Szene mit Menschen, was eine Szenerie mit Menschen oder eine Szenerie mit Pokémon. Weil es ist unglaublich schön, darum male ich Bilder. Ach ja, das Atelier findest du in der Trend Street. Ja, da werden wir auch schon vorbeischauen. So, ein Getränkautomat, was kaufen wir denn? Ein bisschen Tafelwasser. Warum nicht? So, und jetzt holen wir uns das Geld wieder raus mit so einem speziellen Trick. Leere Abfalleimer, verdammt. Zentrum von Stratos City, in dieser Richtung Route 4. Werden wir später erst hingehen. Wir haben noch einiges zu tun in Stratos City. Ja, warte, wir waren hier noch nicht. Hier ist nur eine. Hey Trainer, zeig mir, was du auf dem Kasten hast. Lassen wir unsere Pokémon kämpfen. Gerne. Alles klar. Jeder Kampf ist wie eine Choreografie. Also lass uns tanzen. Let's dance! Boah, das sieht irgendwie aus wie so ein Jamaikaner. Und er hat einen Legimak. Legimak gegen Sodamak. Boah, Strength hat Level 821. Boah, wir müssen mehr trainieren. Ja gut, da hilft nur die Nitro-Ladung von unserem Elitzeber. Ein Egelsamen, du ekelst mich echt an. Weißt du das? Er raubt uns KP. Erstmal paralysieren. So. Ja. Verdammt. Verdammt, hoch 2. Naja, Nitro-Ladung. Und es ist vorbei. Ah, nicht mehr annähernd, ich hab's gewusst. Ihr habt wenigstens die Initiative. Ihr müsst Initiative ergreifen. Verdammt. Ah, wir müssen mehr trainieren, seht ihr das? Naja. Ich glaube, ich nutze mir mal die Zeit und tue die Pokémon und offscreen trainieren. Auf Level 25. Und Wachstum. Es gibt das Fürstentum und es gibt das Wachstum. Aua! 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 Was 5-mal? Oh mein Gott, Lacker! Naja, Tacker! Evo-Serben braucht man den neuen, normaler Tackle. Tackle ist ein bisschen schwach. Tackle! Und tschüss! Level 20, sehr schön. 2 von jedem Wert, lol. Egelsamen! Das ekelt mich echt an, naja. Okay, wir haben die Wahl, ja. Wir haben die Wahl zwischen Tackle, Wachstum, Rankenhieb und Grasmixer. Wie stark ist ein Rankenhieb? Ist physisch und zieht 35 ab, aber wir werden wahrscheinlich dauernd mit Grasmixer angreifen, wobei Grasmixer nur eine Genauigkeit von 90 hat. Wachstum benutzen wir, um den Angriff an den Spezialangriff zu erhöhen. Allerdings können wir immer, ja. Ich verlerne mal Wachstum. So, Egel sammeln. Und Abwehrreich Level 16. Nass mach. Aber was ist das für eine scheiß Attacke? Okay. Nein, auf keinen Fall. Er lämmt die Attacke. Die ist ja. Schwächt nur die Kraft von. Verdammt, was mache ich da? Nass mache schwächt nur die Kraft von Feuer-Pokémon. Alles klar, erstmal tanzen. Und wie war ich? Unschlagbares Rhythmusgefühl, oder? Aber denkst du nicht auch, dass ich mit Tanzpartnern noch besser wäre? Hör mal, finde 2 Partner für mich. Zusammen mit ihnen. Mit ihnen können wir dann ein Tanztrio bilden. Okay. Jemand, der so angezogen ist wie ich, muss auch ein echter Tänzer sein. Yeah! Dann gehen wir mal diese Seitenstraße hier entlang. Jo, wir kommen im Ghetto. Hier sind schon die Dealer. Die dealen bestimmt ein paar Codes und sowas. Was? Was heißt? Liest du etwa? Ja, die dealen. Deswegen lachen sie so. Oder sie haben schon bereits was genommen. Und hier ist ein Tänzer. Worum geht's denn? Was? Eine Tanzgruppe? Das klingt ja hochinteressant, aber... Ich kann keine Bitte von jemandem annehmen, der schwächer ist als ich. Wie wär's als mit einem kleinen Kampf? Gut,
Also dann los, fangen wir an. Ja. Er hat bestimmt auch wieder einen Affen. Er hat einen Sodamack. Sodamack. Schade, dass unser Elitzeber down ist. Naja. Okay, dann benutzen wir eben Evo-Serb wieder. Wir müssen mehr trainieren, das ist, fällt mir erst jetzt auf. Unglaublich. Naja, so, Evo-Serb. Yes. Igelsam, unser Evo-Serb braucht ein bisschen KP. Aua! Ganz schön bissig, dieses Sodamark. Wo ist ein Affe? Affen beißen doch bekanntlich nicht so heftig. So, Tafelwasser. Gut, dass wir es eingekauft haben. Gerade früh geht daneben, sehr schön. So, und tun wir ein bisschen Gras mixen, zack. Und down. So. Du suchst Leute für eine Tanzgruppe? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Bist wohl gerade der Hellste, oder? Das klingt wirklich interessant. Ich bin auf jeden Fall mit von der Partie. Okay. Und was ist hier? Kaffee, die Melodie der Ruhe. Gehen wir mal rein. Fallt ja nicht. Eine schöne Melodie verbreitet Frohsinn unter den Menschen. Spielt man hingegen ein trauriges Lied, sind sie betrübt. Das ist die Macht, die Musik über uns hat. Ich hätte so eine Yo, ich hätte so eine Yo-Stimme machen sollen, naja. Wenn ich so diesen Gitarrenklängen lausche, muss ich daran denken, wie ich in den jungen Jahren mein Zuhause verlassen und meine Mutter damit zum Weinen gebracht habe. Okay. Du bist zum ersten Mal in dem Café, nicht wahr? Dann habe ich das hier für dich. Lemonade. Limonade. Hier für dein Lieblings-Pokémon. Dankeschön. Nach einem stressigen Arbeitstag kann man hier einfach mal die Seele baumeln lassen. Ist ja recht eine moderne Stadt. Hier wird alles... Buh! Habe ich mich erschrocken, ey. Haha, du sollst dein Gesicht sehen. Dass ich dich erschreckt habe, tut mir leid. Hier, nimm das als Entschuldigung. Blitz! Sehr schön, ist auch eine gute Item. Setze die Attacke Blitz ein, wird die Genauigkeit der gegnerischen Attacken gemindert. Setze sie zweimal ein, so halbiert sich die Wahrscheinlichkeit, eine gegnerische Attacke zu erleiden. Da lautet mein Motto, mehr Licht. Oh Gott. Ich krieg kein Herz, Kasper, wenn der alte Säcke dieses Spiel spielt, Mann. Dann fallen sie ja oben auf ihren linken Rollstuhl. Ein Versicherungsvertreter. Okay, hier ist noch eine Seitenstraße. Das wird die letzte sein. Anschließend untersuchen wir die Gebäude. In meinem Beutel sind 6 Pokébälle. Viel lieber wäre ich mir natürlich... Was? Viel lieber wären mir natürlich Super- und Hyperbälle. Um diese im Pokémon Supermarkt kaufen zu können, musst du jedoch zunächst einige Orden erringen. Hey du, lass mich dich ansprechen. Bevor du dich der Herausforderung der Arena stellst, soll ich dir prüfen, ob du genug Tränke bei dir hast. Wir haben gerade 0 Tränke. Das wäre wahrscheinlich keine schlechte Idee. Die Arenaleiter prüfen die Bande zwischen die persönliche Beziehung zwischen einem Trainer und seinem Pokémon-Team. Das ist hier die Arena, gehen wir alle allerdings erst später rein. Nicht jeder ist zum Pokémon-Trainer geboren, aber seine Pokémon zu lieben und mit ihnen zu spielen, das ist jedem möglich. Außerdem Team Plasma. Meine Pokémon sind so süß. Wenn ich tot als Schiff nach Hause komme, muntert es mich immer wieder auf. Und hier ist ein Gebäude, gehen wir mal rein. Hey, ist ja niemand da? Geil, nimm alles mit! Erster Stock? Was, so groß und nun geht's noch bis zum ersten Stock? Naja. Ich wette, in dem Remake werden noch mehr Stöcke hinzukommen. Dieses Gebäude ist komplett leer! Fette Zeitverschwendung, ey! Naja. Sollen wir alle ein bisschen Bier saufen oder sowas?
Und der Fernseher läuft noch, also. Ich scheine echt asozial zu sein. Asoziales Pack. So. Da haben wir die Gebäude in der Seitenstraße. Und hier sind schon zwei, fehlt nur noch einer. Hier ist noch eine Seitenstraße. Och, das sind wieder die gewesen, da waren wir ja schon. Hier haben wir noch nicht alle Gebäude durchsucht, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht mehr so genau. So, Überfall! Überfall! Was ist hier los? Endlich kann ich es genießen. Ich muss aber lange dafür anstehen. Um diese Spezialität zu genießen, bin ich extra aus Gravina angereist. Boah, Respekt. Das Eis ist der absolute Renner. Alle reden von diesem Geschäft. Es war klar, dass es hier so einen Andrang gibt. Boah, ganz schöne Schlange. Ja, das hier ist das legendäre Stratos-Eis. Aber ich bin der Letzte in der Schlange, der noch eins bekommt. Du musst erst ein andermal wiederkommen. Gut, dann stellen wir uns mal an. Die Spezialität von Stratos City, Stratos-Eis. Im Winter ist kein Verkauf. Gut, es ist zum Glück nicht Winter, es ist Sommer. Also im Spiel meine ich, im Echt ist es Winter. So, ich will ein Eis, na los. Na los. Ach oh, komm. Ich konnte mir mal ein Eis kaufen hier, aber ich... Wie habe ich das denn damals gemacht? Hallo, ich will ein Eis. Ich will ein Eis, mal schneller hier. Eis! Naja. Egal. Ist das hier? Stratos Atelier. Ah, da hat der vorhin schon was geredet, der Künstler. Boah, ja boah, so großes Gebäude, das. Ich bin zwar kein so großer Künstler wie Ati, bring aber auch das eine oder andere Kunstwerk auf die Leinwand. Und heute würde ich wirklich gern mal ein Pokémon von Typ Stahlmann. Zeig es mir zur Inspiration, was du für Pokémon dabei hast, ja. Ich habe aber kein Pokémon vom Stahl. Tut mir leid. Oh Mann, ich habe keine Ahnung, was man hier bekommt. Da war ich selber noch nie. Wenn du Artis Gemälde sehen willst, gehst du am besten zur Pokémon Arena. Okay, Old Lady. Im Moment behandelt unsere Ausstellung Werke, in dem sich die Motive der vielen Legenden der einer Region widerspiegeln. Können wir uns die Bilder anschauen? Titel, die Zwillingshelden. Titel, Wunsch und Wirklichkeit. Titel, der weiße Drache erhebt sich in die Lüfte. Titel, schwarz zucken die Blitze. Ach, das sollen Reshiram und Seacrim darstellen. Diese Bilder. Titel, weiß lodern die Flammen. Okay, so großes Gebäude und doch so wenig zu tun, naja. Alles klar, dann durchsuchen wir mal hier die Gebäude auf der Hauptstraße. Kampfhagel. Trainer, die etwas auf sich halten, sind jederzeit willkommen. Da gehen wir aber erst rein, nachdem wir unsere Pokémon im Center geheilt haben. Zack. Geh weg. Oh, du wirst dein Pokémon-Team wieder fit machen? Tut mir leid, ich wollte dir nicht im Weg stehen. Kennst du schon das Geonet? Nö. Siehst du ja den Globus im ersten Stock des Pokémon-Centers? Das ist das Geonet. Dort kannst du deinen Wohnort registrieren lassen. Okay, mach mal dann. Guten Tag, willkommen im Pokémon-Center. Ich sehe sich hier jeden Scheiß vor, dass ich schon gewohnt bin. Guten Tag, willkommen im Pokémon-Center. 2 Sekunden Pause und... Speeding. Dein liebstes Pokémon ist Sodamark, habe ich euch... Ich mag. Ich hatte recht, das habe ich mir doch gedacht. Toll. Wer müde ist, muss ich ausruhen. Das gilt für Pokémon und Menschen. Und was ist, wenn ich Nein mache? Was? Du magst Sodamark nicht? Ist Sodamark nicht dein liebes Pokémon? Nein. Mein liebes Pokémon ist Chillabelle. Willkommen bei Geonet, dem Hightech-Globus. Boah, das bringt zwar nichts, aber was soll's.
Wo leben wir denn? Wir leben in... Wir leben auf den Cockinseln, genau. ich lebe in Bayern, das wissen ja einige von euch, wenn ihr mein Yu-Gi-Oh! Let's Play gesehen habt. Verdammt, was habe ich jetzt gemacht? Egal. Ja, gut, Ort ist eingetragen, passt schon. Werden wir nicht verwenden. Der Pokémon-Tausch verbindet die ganze Welt. So erweitern wir unseren Horizont. Mit verschiedenen Leuten Pokémon zu tauschen, das wird dir sicher gefallen. Nicht zuletzt deshalb, weil ich tolle Geschenke für dich habe. Also dann, junger Trainer. Wirst du auch mit verschiedenen Trainern aus aller Welt Pokémon tauschen? Nein. Tausche Pokémon mit vielen Leuten. Da habe ich auch Geschenke für dich und Spaß macht es obendrein. Ach, wenn wir ja gemacht, dann gibt er uns wahrscheinlich ein Item, oder? Fein, das ist gut. Null. Noch mit niemandem, du hast wirklich mit niemandem getauscht? Aber du darfst dich der Welt doch nicht so verschließen. Nutze doch mal die GTS und tausche mit den deinen Freunden. Ach, den hatten wir schon. Den hatten wir, glaube ich, auch schon. Ja, genau, das war die Göre mit dem Solemak. Sowas gibt's Neues zum Kaufen. Netzball, Nestball. Ja, Heilball. Glücksbrief, Grußbrief, Feilebrief, Fablebrief. Oder Fablebrief, ja lol. Einladebrief, Dankeschönbrief, Fragebrief, Insiderbrief, Rückbrief. Brauchen wir aber momentan noch nichts. Hallo. Hallo. Pokéball ist dabei. Boah, ich glaube, ich brauche ein paar Supertränke. 5 Stück mal müssten reichen. Okay. Gut, geil, sonst sind unsere Pokémon. Dann betreten wir jetzt mal die Kampf-AG. Kampf-AG! Los! In diesem Gebäude prallen nicht die Meinungen der Angestellten aufeinander, sondern ihre Pokémon. Du siehst ja ziemlich stark aus, aber mach dich oben besser auf einiges gefasst. Ich glaube, wir sollten doch zuerst mal die ganzen Tänzer zusammenbringen, sonst vergessen wir es. Ich suche mal nach den Tänzern, bevor wir es vergessen. Wo war denn der andere? Der war hier, glaube ich, ne? Ne, hier war er nicht. Irgendwo am Hafen war er. Falls ihr euch erinnert. Na, wo ist er denn? Ist er hier vielleicht? Polizei, ich suche einen jungen Mann mit, der ungefähr so aussieht. Ja, genau. Was gibt's denn? Oh, eine Tanzgruppe stellt sich mit dir unbedingt vor. Aber vorher sollten wir noch eine Runde kämpfen. Auch beim Pokémon-Kampf tanze ich dich an die Wand. Let's dance and let's battle. Mr. Tänzer Raymond. Alle lieben Raymond. So. Hab ich noch nie gesehen, ich weiß nicht, was für eine Sendung ist. Kenn ich nur vom Namen her, läuft er öfters auf Comedy Central, glaube ich. So, Affe gegen Affe wieder. Wir löschen das Feuer. Wir sind die Feuerwehr. Oh nein, das Feuer breitet sich aus. Aber jetzt wird das Feuer gelöscht. So. Und das war's. Und Level Up für Affe. Okay. Worum ging es noch gleich? Ach ja, die Tanzgruppe. Ich bin auf jeden Fall mit von der Partie. Nice. Gut, dann schauen wir uns mal an. Ja. Was die jetzt... vielleicht kriegen wir sogar was. Mal schauen. So. Vielen Dank. Eine super Tanzgruppe ist dann sie entstanden. Und so drücke ich meine Freude aus. Boah, Münzamulett. Nice. Mit jedem Tanz vermitteln wir eine Botschaft. Ob Freude oder Trauer, unsere Welt ist so reichhaltig. Yeah, das ist doch geil. Oder cool. So, okay, Münzamulett verdoppelt den Gewinn. Also, wenn wir einen Kampf gewinnen. Okay, passend für die Kampf-AG. Da.
Ja, die Kampfhalle ist hier, genau. Ja, das wird heute ein großer Part, ich weiß, aber das ist ja auch eine große Stadt. Ich werde ja jeden Tag per Weckruf auf dem Bett gescheucht. Da sind mein Schatz und ihr Pokémon echt gnadenlos. Aber wenigstens kümmert sie sich täglich um mich. Da gebe ich alles für sie. Ist überall der Fernseher läuft? Naja. Wenn sie Strom haben? Willkommen. Wenn du den Aufzug nehmen möchtest, dann drücke doch einfach auf die Schalttafel an der Seite oder gleich auf die Tür. Ich weiß schon. Oh Gott, zwei Stockwerke. Gibt's hier? Nehmen wir mal den kleineren, den 46. Gut. Hier läuft auch der Fernseher. Willkommen, dies ist die Kampf-AG. Da du schon mal hier bist, werde ich dich ohne unnötiges Geschwätz herausfordern. Okay, let's battle. Ein bisschen, ja, weil bis jetzt noch kein so spannender Part, ein bisschen ansprechen und so. Aber es wird immer wieder ein bisschen gekämpft, Abwechslung einbringen. So. Terry Bark, kein Gegner für Affe. Also doch schon ein Gegner für Affe, aber wir sollten doch wechseln und unser Kampf-Pokémon Son Goku einsetzen. Ganz schön bissig. Auch so bissige Pokémon hier heute. Was, wir haben drei Kampfattacken. Boah, Konter, Fußtritt und Doppelkick. Ich teste mal Konter. Nein! Schnüffler. So, naja, meinetwegen. So, jetzt kommt unser Konter in Einsatz. Zack. Boah, okay, Doppelkick wäre besser gewesen. Wollte nur den Konter mal schnell testen. Die Flinkklaue wird super. Boah, One-Hit-Kill mit Volltreffer, nice. Hey, bist du nicht ein wenig übereifrig? Nee, will ich nicht sagen. Freut mich, dich kennenzulernen. Sieh mal her, ich bin mit diesem Pokémon hier unterwegs. Zeig mir mal dein Pokémon. Angestellter Alessio. Komischer Name. Party Bike. Er hält mich immer im Praktikum. Und ich hasse Praktikum. So, deswegen werde ich wütend und erhöhe meinen Angriff. Steinwurf. Und nochmal erhöhen. Und dann, jetzt greife ich dann an. Er erhöht seine Volltrefferquote. Ach komm, wenn er nicht angreift, erhöhe ich es weiterhin. Den Angriff. Es greift an. Kein Volltreffer zum Glück. Oh nein, Geduld. Scheiße. Jetzt müssen wir ihn schnell killen, bevor er uns killt. Ah, das wird knapp. Das wird knapp. Oh nein, die Energie ist schon gespeichert. Scheiße. Ach, scheiße, er hat überlebt. Jetzt werden wir drauf gehen, oder? Ja. Tschüss. Tschüss, Affe. Schade. Naja. Elitzeba wird es schon hinkriegen. So. Und hoch zu Kübern. Bash down. Und Level 19 für Elitzeba. Es war meine Ehre, dein Pokémon-Team kennenzulernen. Mir auch. Oh mein Gott. Nur weil ich ein Naturwissenschaftler bin, halten mich alle für humorlos. Ach ja, das bist du, glaube ich, auch. Ne? Oh Mann, die Forscher setzen sehr gerne X-Treffer ein. Ein Kieseling. Können wir leider nicht one-hitten. Grafmixer. Ja, ich hab's gewusst, ich hab's euch gesagt. Sie setzen immer X-Treffer ein, die Forscher. Oder irgendwelche X-Sachen, ja. Robustheit beschützt ihn vor dem K.O. Und Tackle. Tackle. Habe ich früher immer gesagt, wo ich anfangen
wo ich angefangen habe, Pokémon zu spielen, habe ich immer gesagt, diese Samen, los, verwende Tackle. Und hier liegt ein Item, so auf dem Boden. Und da soll man meinen, hier wäre saubere Ordnung, naja, ein Beleber. Du bist wohl vom Tisch runtergefallen. Fürs Kämpfen habe ich mehr Talent als für meine Arbeit. Dann wird doch Trainerin. Okay, Angestellte Piera. Schöner Name. Ein Lil Minip. Lil Minip, jetzt kenne ich den Namen. Lil Minip. Hey yo, Lil Minip. Was geht? So, wechseln. Wir brauchen eine Feuerattacke. Und Illezeba hat diese Feuerattacke. Also, Nitro-Ladung. Ist zwar kein Step drauf, aber egal. Und Angriff erhöhen. Wie sagen. Unnötig, naja. Nitro-Ladung. Hat überlebt, leider. Ach komm, es kann Synthese. Heilt sich selber. Plus. Ja. Scheiße. Sowas mag ich nicht. So, Donnerwelle. Da müssen wir ein bisschen taktischer vorgehen. Erst mal paralysieren. Fuck. Naja, gut, Nitro-Ladung, wir haben keine andere Wahl. Hoffentlich wird es ein Volltreffer. Und wer, es kommt Synthese, dann... Sehr schön, jetzt können wir es killen, unser ist bestimmt schneller. Weil, ja, die Initiative von unserem wurde ja eh schon weit erhöht. Nitro-Ladung und tschüss. Wir sehen uns irgendwann mal. Raumball. Unser Pokémon hat immer noch Dinge drauf, ne? Egelsamen. Ich sollte, glaube ich, doch lieber wechseln. So, lassen wir mal, ja. Infoserbraten. Scheiß Paralyse, die regt mich auf. Tackle. Ich senke die Initiative. Um 2. Naja, jetzt kommen wahrscheinlich. Nee, was geht ja gar nicht. Igelsamen geht ja nicht, ne? Ich kann bestimmt Igelsamen, hab ich im Gefühl. Aber Igelsamen funktioniert ja bei Pflanzenjäger nicht. So, vielleicht schaffen wir es sogar. Und wer jetzt kann Synthese auch dann. Damit zum AGK, zum Angry German Kids. Ah, Volltreffer. Nice. Und weh, jetzt kommt ein Trank. Nee, doch nicht. Sehr schön. Wenn ein Trank gekommen wäre, dann bam, Bildschirmeinschlag. Das war's. Und ich dachte, ich wäre gut im Kämpfen. Tja, der scheint drückt. So, jetzt hätten wir hier schon fast alle. In der Kampf AG arbeiten die stärkeren Mitglieder in den höheren Stockwerken. War es eine Betriebsbesichtigung oder willst du deine Pokémon trainieren? So oder so, ich freue mich über deinen Besuch und schenke dir das hier. Flottball, dankeschön. Die Freude übermannt mich. Hier noch ein Geschenk für dich. Boah, krass. Timerball. Je früher du im Kampf einen Flottball einsetzt, desto höher ist die Chance, ein Pokémon zu fangen. Beim Timerball ist es genau umgekehrt. Je länger ein Kampf dauert, desto höher ist die Chance auf den Fang. Ja, so ist es. Ist gut, im Legendären zu fangen. Begegnen sich zwei Angestellte, werden Visitenkarten ausgetauscht. Wenn sich zwei Trainer begegnen, wird natürlich gekämpft. Ja, wie soll es auch anders sein? Johannes, einer der vier Apostel. Und was ist das? Barschuft.
Naja, sieht komisch aus, naja. Ich weiß, ich kenn's schon, ich hab's ja schon gespielt. Ich tue es nur so überrascht. Damit ein bisschen, ja. Aber es sieht schon ein bisschen hässlich aus, würde ich sagen. Sieht irgendwie aus wie ein Piranha. Was wäre denn nicht denn jetzt Hyperheiler? Den haben wir ja damals in der Trainerschule bekommen. Aua! You hurt me, don't hurt me, no more. Bankenhieb. Pflanze gegen Wasser. Autsch! Headbutt. Du glaubst du wärst ziemlich mit den Zidaden, was? So, tschüss. Enemy down. Und level up. Wir müssen unseren Affen trainieren, der ist voll schwach. Ey, der ist wohl schwach, unser Affe. Und der ist down. Der ist momentan down. Hier noch ein Brauerschuft. Aber diesmal ist es nicht mehr rot, sondern hat einen weißen Streifen. Das liegt daran, weil das männliche hat, glaube ich, einen roten. Und das weibliche hat einen... Nee, Quatsch. Der männliche hat einen blauen und das weibliche hat, glaube ich, einen roten. Und ich bin mir nicht sicher. So, level up. Und hier ist noch eins. Hier ist noch eins. Und wieder ein rotes. Ja, okay, das ist männlich, dann... Ich glaube, das liegt vom Zufall ab. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, so ein Pokémon wie Pandio, das zufällige Form hat, oder so. Also zufällige Farben immer. Bei Pandio ist es ja so, die haben zufällige Flecken. Irgendwo bei sich dran. Ne? Ich bin der Leiter der Entwicklungsabteilung. Hier zum Dank, dass du unseren Betrieb besichtigst. Scope-Linse. Was kann das? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Wenn du einem Pokémon eine Scope-Linse gibst, dann landet es öfter Volltreffer. Boah, cool. Lauter coole Items hier. Lohnt sich hier hinzugehen. Die hat man schon. Okay, gehen wir mal einen Schlag höher. In den 54. Stock. Und hier sind auch wieder jede Menge Tränen. Das wird heute ein echt langer Part. Ein Hypertrank. Wir sollten unseren Affen entwickeln. Der Affe, der liegt schon tot in seinem Pokédex und weint, weil wir ihn nicht trainieren. So, deswegen gönne ich mir jetzt die Zeit und latsche schnell ins Pokécenter. Ich glaube, das biete ich sogar. Halt, nein, vorbei. Nein, schon wieder vorbei. Scheiß Bieden, er sagt. Okay. Okay, hier sind wir. Und es kann weitergehen. Was ich vom Beruf mache, fragst du? Ich trage Pokémon-Kämpfe aus. So siehst du aber nicht aus. Du siehst irgendwie aus wie so ein Versicherungsvertreter. Ewald, komischer Name. Habe ich noch nie gehört. Heißt einer von euch Ewald? Also falls einer von euch Ewald heißt, könnt ihr einen Kommentar schreiben. Ich habe den Namen noch nie gehört. So ist ein Klassiker. Vielleicht nur gegen Affe. Ich gehe jetzt vorsichtiger mit Affe um, weil er underleveled ist. Deswegen wechsle ich jetzt sicherheitshalber und hole Elitzeber raus. Ein paar Elektroattacken würden hier nicht schaden. Herzstempel. Schockwelle. Boots. Knapp vom Down, ja. Eine Flugattacke. Nicht sehr effektiv. Und auf Wiedersehen. So, heute liest bei der Arbeit nicht so gut. Tja. Oh, ein Prachtexemplar von einem Trainer. Den muss ich augenblicklich untersuchen. Judas. Eine weibliche Forscherin. Somnium. Somnium. Oh. Sieht echt pussig aus, das Somnium, ne? So, Schlecker, jetzt kommt ein X-Item, ja. Ah,
Haha, paralysiert. Nice. So, jetzt Angriff erhöhen. Komm schon, Paralyse, wirke. Yes. Läuft alles wie geschmiert. So, nochmal. Kraftschub. Ist ja wie eine Droge hier. Kraftschub. Grenze. Okay, Angriff verschwendet. Sehr schön. Jetzt greifen wir mal an mit Schlecker. Ein Besuch bei Schlecker. Alter, wie geil. So, Kraftschub. Na, greifst du jetzt an. Er heilt sich. Mondschein ist wohl die nervigste Attacke, die es gibt. Kraftschub. Angriff ist jetzt auf 5, glaube ich, erhöht worden. Oh nein, er greift an. Psychstrahl. Überleb. Ach, komm. Affe, du bist echt scheiße. Ich hasse dich. Egal, ob du jetzt pflanzt in deinem scheiß Pokéball. Ich heile dich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt sauer auf dieses Somnian. So, ein gezielter Schlag und es ist down. Ja, für Fußtritt. Warum setze ich Kampf gegen Psyche ein? Kann mir das jemand erklären? Scheiße. Oh, fuck. Nein, verwirrt. Okay, ich wechsle die sicherheitshalber. Das ist mir jetzt zu riskant. Info-Serb. Alter, Mondschein nervt mich langsam. Aber nur langsam, ne? Es ist ja nicht so, als würde es mich jetzt schon nerven. Wobei es doch schon der Fall ist. Es flüht ja dagegen daneben. Jetzt trifft doch endlich mal. So, jetzt war. Zum Glück haben wir Edelsam eingesetzt. Und die Animation switcht wieder. Die Augen von Infoserb sind geschlossen. Boah, was haben wir denn? Wir haben nur eine Maronenbeere. Ach, was soll's? Maronenbeere. Folgenden Traumfresser kommt, was ich noch nicht glaube, dass es die Attacke kann. Noch ein Angriff. Boah, Alter, wie stark. Kacke. Grasmixer. So. Wir müssen das jetzt irgendwie down kriegen, weil es darf nicht Mondschein einsetzen, sonst raste ich aus. Grasmixer, na los. Also geht doch. Jetzt aber down. Okay. Das Somnium war jetzt heftig. Boah. Den haben wir schon. Oder haben wir den schon angesprochen? Ja, ich glaube schon. Oh mein Gott. Oh, ein neues Gesicht. Könntest du mir kurz behilflich sein? Bitte, tu es für den Fortschritt. Ach, du willst wieder kämpfen. Und was heißt hier wieder? Noch eine, die kämpfen will. Oder einer. Stravigel. Stravigel. Es kommt ein X-Item. Hundertprozentig. Status. Nee, Quatsch. Ich will jetzt erstmal Ding heilen. Unserem Elezeba. Ja, Superschall war jetzt ein bisschen... Superschall. Supertank war jetzt ein bisschen verschwenderisch. Ups. Vertippt. Sorry. Illezilber. Eine Feuerattacke müsste das Strabigel one-hitten. Käferbiss. Oh, ach, scheiße. So, tschüss. Haben sie überlebt? Die Attacke ist vielmal effektiv. Boah, zum Glück der Fadenschuss. Habe ich ein Glück. Na gut, jetzt ist gleich die Initiative wieder aus. Mann, war das echt knapp. Boah. Hätten fast gegen einen Käfer-Pokémon verloren. Also, unser Elezeba zumindest. So. Und hier ist noch einer. Gerade wollte ich eine Pause machen. Da flattest du auf einmal herein. Tut mir leid, ich suche den Weg zur Toilette, ne? Sag ich immer. Oh Mann, der hat wahrscheinlich alle drei Affen.
Scheiße. Wir sollten nochmal ins Pokémon Center gehen, das mache ich aber dann offscreen. Und jetzt haben wir gleich die Stunde erreicht. Und zwar genau jetzt. Vor einer Stunde habe ich angefangen, den Part zu drehen. Krass, oder? Und wir haben die Stadt immer noch nicht ganz erforscht. Okay, hundertprozentig heilen. So, super Trank. Gut eingesetzt, ein super Trank. Einäschern. Man. Doppelkick. Einmal, zweimal und einmal, zweimal. Das kann nur noch Son Goku uns helfen. Wie auch im Anime. muss der ganze Scheiß Son Goku machen. Und hier ist Affe Nummer 2, Sodamak. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Und hat überlebt. Du bist einer der ersten, der meinen Doppelkick überlebt hat. Respekt. So, Fußtritt. Bam. Und hier kommt das Pflanzen, der Pflanzeaffe. Wilgimak, Doppelkick. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal und Surviving. Ist halt Surviving. Aua. Aua. Mamoto. So, Fußtritt. Ja, yeah, Flimmklaue, aber egal. Zack und tschüss. Level 22. Boah, schon 70 KP. Krass. So, erstmal heilen. Weil gegen einen müssen wir noch kämpfen. Und der hat's in sich. EG. Und rein ins Pokémon Center. Pokémon Center. Wir haben dann eine, ja. Blub, 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 bla, bla, blub, blub. Ich renne um mein Leben. Gerne. So, unser Affe wird jetzt nicht drauf gehen und wenn dann. Nein, es darf echt scheiße. Nein, scheiße, falscher Stock. Das kommt auf einmal, wenn man speedet. So. Okay, genug gespeedet. Ich bin zu behindert, ich kann mich nicht auf den Stuhl setzen. Ja, so kann man den nicht ansprechen. Oh, du bist doch der Pokémon-Zeichen-Sender, der nicht unten am Eingang begegnet bin. Und jetzt bist du hier, das spricht für dich. Nun musst du dich dem Stärksten hier stellen und das bin ich. Ganz recht, ich bin der Chef hier und dein letzter Gegner. Ich bin der... Ich bin der Hausmeister. Rassismus. Rassismus. Unratütox. Ein Gift-Pokémon. Ich wechsle lieber. Affe wird bestimmt bei einer Giftattacke down. Elezeba. So, nach dem Part werde ich meine Pokémon auf 25 hoch trainieren. Aua! Aua! Ja, jetzt reicht aber auch langsam mal. Ja, warum kommt das bei mir immer 4 oder 5 Mal, wenn ich Opfer von einer Mehrfachattacke werde? Oh, Schockwelle, Step drauf. Zu wenig ab wegen Katzenfurz. Wie komme ich auf Katzenfurz? Keine Ahnung. Nitro-Ladung. Vielleicht zieht es ja mehr ab. Ich habe keine Ahnung. Nee, nicht mal annähernd. Dieses Unrat-Tytax ist echt zäh. Kacke. Ja, Kacke trifft's auf Wort. Scheiße. Scheiße trifft's auf Wort. Und wer kann uns diesmal wieder weiterhelfen? Evoserp ist schwach gegen Giftattacken und der Affe ist nutzlos. Deswegen. Ihr habt's erfasst, Son Goku macht wieder die Drecksarbeit. Die Drecksarbeit, Wortwitz wieder. Die nicht sehr effektiv ist. Warum ist Kampf gegen Gift nicht sehr effektiv? Naja. Oh nein, Giftspitzen. Wenn wir unsere Pokémon wechseln, wird das Gewässertier vergiftet. Scheiße. Fußtritt. Tschüss.
Level 18 für unseren Affen Pico Chiller. Das hat ja die Professorin gehabt. Ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Die weite übrigens auch. So, Doppelkick. Mit Liebe. Ein Doppelkick mit Liebe. Was mein Lieblings-Pokémon ist. So. Habe ich auch als Shiny gehabt. Habe ich dann zu Chillabell entwickelt und dann auf Level 100 trainiert. Kann recht gut attacken. Muss ich euch mal zeigen. Ich wollte unbedingt wissen, was denn so für Trainer hier kommen. Die herkommen. Also habe ich mich als Reinigungskraft verkleidet. Das war doch ein großer Spaß. Hier ein kleines Dankeschön. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn du es annimmst. Geil, EP-Teiler. Gibt es einen Pokémon, der diesen famosen EP-Teiler erhält, es Erfahrungspunkte, ohne selbst kämpfen zu müssen? Es ist wirklich unverzichtbar, wenn du ein schwaches Pokémon trainieren willst. Du hast es erfasst. Und wir werden jetzt den EP-Teiler unseren Affen geben, denn der ist ja gerade erst mal am Abkacken immer gewesen. Deswegen. So, das Münzamulett geben wir zur Elitzeber. Gut, dann erkunden wir jetzt noch die Stadt fertig und dann beende ich den Part. So viel ist es auch nicht mehr. Haben wir alles in einem Part hinter uns. Nein, im XXL-Part. So, welche Gebäude haben wir denn noch nicht? Viele sind es gar nicht mehr, ne? Hier ist noch ein Gebäude. Hauptsitz des automatischen Passantenumfallkomitees. Im Vorbeigehen die Welt verstehen. Oh Mann, das kann auch noch lange dauern. Ich werde alle Fragen beantworten. Ja. Was haben die Leute für Vorleben? Was ist der letzte Schrei? Diese brennenden Fragen beschäftigen dich doch auch, oder? Du befindest dich hier im Hauptsitz des automatischen Passantenumfragekomitees, kurz APUK. Oh, erzählen nur die Fakten, nichts als Fakten. Erzählen nur die Wahrheit, nichts als Fakten. Ich mag deinen scharfen Blick aus. In deinen Augen spricht der Forschergeist. Ich habe mich entschieden. Ich ernähre dich hiermit zu unserem Sonderbeauftragten. Und was, wenn ich nicht will? Ein Komiteemitglied hat nur eins im Sinn, Umfragen durchführen. Zunächst erhältst du von mir die Aufträge für deine Umfragen. Ja, das wird man nicht brauchen. Das ist für nur online aufgelegt. Wonach steht der heutige Sinn? Boah. Tschüss. Sei just, Kevin. Wie laufen deine Umfragen? Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Ich führe gerade bei allen Mitgliedern eine kleine Befragung durch. Nimm doch bitte daran teil. Also legen wir mal los. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen zum Thema. Der typische Spieler. Was ist dein Hobby? Sport, Lesen, Musik, Kino, Reisen, Kochen, Angeln. Boah. Okay, Gaming auf jeden Fall. Zum Glück steht da noch Gaming. Machen wir weiter. Was ist dein Beruf? Boah. Eigentlich bin ich arbeitslos, wisst ihr das? Ernsthaft jetzt, ich bin arbeitslos, aber ja. Und Unternehmer, Kreative. Ich nehme Kreative, was soll's. Ja. So, machen wir einfach mal weiter. Ich beantworte jetzt alle Fragen. Was macht dir mehr Spaß, mit Pokémon zu kämpfen oder sie zu tauschen? Kämpfen. Ach ja, verstehe, interessant. Machen wir weiter. Welche Art von Pokémon magst du? Boah, Wundersame! Ach ja, verstehe, interessant, machen wir weiter. Welchen Pokémon-Typ bevorzugst du? Welchen ich bevorzuge? Keine Ahnung. Ich nehme mal normal. Okay, 7 sind's noch. Wertvorstellung. Wo würdest du lieber wohnen? In der Stadt oder auf dem Land? In der Stadt. Ah, verstehe. Interessant. Machen wir weiter. Wovon hältst du lieber mehr? Boah, Zeit. Machen wir weiter. Oh je, je. Okay. Was zieht sich an einen Partner mehr an? Wie jetzt? An einen Partner? Meinst du Lebenspartner oder was?
Ist es jetzt sowas wie eine Dr. Sommer Frage oder was sowas? Auch keine Ahnung. Selbstverständlich die inneren Werte, das Aussehen ist mir scheißegal. So. Nette. Ne, ich mag lieber mentale Menschen als so, du bist scheiße und so, ne? Vorleben. Welchen Arsch trage ich im Arch am liebsten? Boah. Im Spiel nehme ich an. Ich nehme das mal die im Spiel. Ich mag den Sommer. Welche Speisen ist am liebsten? Schafe. Ja, so im Döner hole ich mir immer so ein. Also beim Döner hole ich mir noch extra viel Tabasco drauf. Meine Lieblingsfarbe. Boah, gelb. Gibt's hier gelb? Ja. So, vier. Schmecker sind verschieden. Welche ich mag? Ich mag Rock und Pop. Aber Rock steht mir lieber zu. Oh, was sehe ich mir im Fernsehen ansehen? Boah, ey. Das ist ja Stalking, Mann. Boah, Zeichentrick. Nee, Anime. Ist Anime Zeichentrick, würde ich gar nicht sagen. Ich nehme Zeichentrick, was soll's. Welches Filmgenre magst du am liebsten? Boah. Horror. Horror, auf jeden Fall Horror. Ne, so Saw und die ganzen Scary Movie Dinger da. Und die ganzen, wie heißen die? Scream, genau. So. Ach ne, ich gehe doch gar nicht in die Schule, was? Ich gehe nicht in die Schule, da kann ich gar nichts mehr sagen. Okay, sagen wir von früher, wo ich noch in die Schule gegangen bin, das Beste, Pausenboot. Nein, in der Pause stand ich immer so rum. Ich würde sagen, das Pausenboot. Deutsch, Mathematik, Biologie, Sozialkunde. Pff, gar nichts von allen. Okay, welches ist am wenigsten? Sag mal Deutsch, was soll's. Am wenigsten. Auf jeden Fall. So. So zwei Dinger Freizeit. Wo fährst du, um dich auszuspannen? Keine Ahnung. Naja. Ich glaube, diese ganzen Umfragen werden dafür gemacht, um das nächste Pokémon-Spiel ein bisschen schöner, also interessanter zu machen, ne? So wie die Leute es haben wollen. Was machst du an deinen freien Tagen? Gaming! Welche Sportart mag ich am liebsten? Fußball. So, ein einziges Mal noch. Faszination Pokémon. Was fasziniert dich an Pokémon am meisten? Alles, alles. Gibt's ja auch alles? Nee, leider nicht. Kämpfe, das Sammeln, die Story, die Pokémon. Story würde ich sagen. Ach scheiße, das habe ich mich vertippt. Egal. Ich erinnere mich am besten. Lysander, Lilia. Boah, ich kenne die Arena heute gar nicht. Das ist fies, solche Fragen zu stellen. Ich nehme mal die letzten. Was soll's. So, kriegt man jetzt irgendwas? Ja, ein Sprudel. Dankeschön. All den ganzen Scheiß wegen einem Sprudel. Und hier ist noch eine. Ich glaube, das ist die letzte hier in dem Gebäude. Hallo, Navi. Dankst du dich immer auch artig? Oh, da liegt dir ein Pokéball. Bitte für dich. Können wir ein Pokéball. Hey, warte. Wenn jemand nett zu dir ist, dann musst du ihm auch danken. Also verrate mir doch, was? Wie du dich bei Leuten bedankst, ja? Danke. Ich mache jetzt mal ein bisschen Scheiße und schreibe. Und schreibe, ja, das, na, Moment, das kann jetzt ein bisschen dauern. Keine Zeit, ne? Scheiße, nein, das ist nicht so. Ach egal, mach ich einfach FU. Fuck you. Fu! Wenn sich also jemand triffst,
Hilf, bedanke dich bei ihm mit diesem Wort. Ich bin mir sicher, er wird sich freuen. Ja, haben wir jetzt den Pokéball bekommen oder stand das einfach nur so dran? Hallo, eine Begrüßung. Ist das A und O? Willst du mir vielleicht deine typische... Wenn es was bringt, ich lasse es einfach das Hallo, was soll's. Unnötig. Unnötig. Bombe zünden. Kann ich hier irgendwo eine Bombe legen? So, hier, bam, boom. Das Gebäude ist unnötig. Nur ein Spule für die ganzen Aufwand. Ich glaube, jetzt müssen wir doch alle Gebäude haben, oder? Ich gehe jetzt mal davon aus. Hier waren wir schon. Waren wir hier schon? Ach, wisst ihr was? Ich lasse es jetzt gut sein und dann beende ich jetzt den Part einfach mal. Wir haben ja eh schon eine Menge aufgenommen. Das ist mein längster Part, den ich je gemacht habe. Dann heile ich schnell meine Pokémon und ich trainiere meine Pokémon auf Level 25 und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und Servus!